Nein, wir streiten uns nie. Wir sind jetzt im 12. Jahr und immer hier im Steakhouse gewesen. Und wir werden beneidet darüber, weil viele Leute freuen sich, dass wir solche Gruppe haben. Ja? So ein freundliches Miteinander. Ja, genau. Besser kann man es nicht treffen und deswegen kommen wir eben jede Woche. Ich freue mich immer mittwochs, wenn ich losgehe, hoffe ich immer, dass ich jemanden vom Haus treffe und die dann sagen, ach, ist heute wieder der Stammtisch? Ja. Ja. Der Stammtisch war auch so begründet, dass Männer außen vor bleiben. Mein Freund muss sich am Mittwochnachmittag was anderes einfallen lassen. Ja, naja. Stammtisch ist Stammtisch. Ja. Ja. Wir reden auch über unsere Zipperlein. Aber anders, die nicht wehklagen. Ne? Ja. Und das finde ich immer positiv. Ich bin immer ein bisschen vorlaut und rede meine Ja, aber ja, Durchsetzungsvermögen. Ja, ja, ne? Also, das ja, ich bin aber auch nicht böse, weil ich auch einstecken kann. Wenn ich zerteile, kann ich auch einstecken. Ja, ich bin auch nicht böse, aber es ist halt so. Wir bremsen sie auch immer so ein bisschen. Ne? Wir lassen uns das ja nicht gefallen. Nein, das so ist es ja so. Nicht. Erika ist unsere Chefin sozusagen. Oh, ja. Ja. Doch, doch, doch. Ja, ja. Du sie hast organisiert ja auch vieles. Seit Marci weg ist, hast du das übernommen, das Amt. Ja. Atmosphäre. Ja, die Atmosphäre ist einsame Klasse. Einfach ein schöner Nachmittag, ne? Ja, ja. Aber ich das Ganze auch, also wir fühlen uns hier von Anfang an gut aufgehoben. Ja. Sehr freundlich aufgenommen.